sind sie nicht. Blub, 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 blubberdi blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Na dann, ab in die Tiefe. So, was ist hier der Plan? Gibt's hier überhaupt was? Wir haben hier Schläuche und einen Knopf. Na, dann müssen wir wohl was an den Schläuchen machen. Okay, also wir können den Knopf drücken, was uns nichts bringt. Und im Inventar haben wir jetzt die Schläuche. Und dann gehen wir halt mal wieder hoch. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Schlauchlevel wie in Teil 1. Können wir die vielleicht kombinieren? So, warte mal, können wir den anschließen? Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich. Oder träum dann will. Jetzt hör mal, warum kannst du. Entschuldigung. Dann nochmal ab in den Tauchanzug. Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Schließlich liegt ja jetzt der Schlauch unten im Wasser. Wofür auch immer. Wo ist der Schlauch jetzt hin? Habe ich jetzt was verpasst? Können wir den in die Luke stecken? Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat sich dieser miese Schlauch nur unter meine Fußsohlen geschlängelt, um mich schlecht dastehen zu lassen. Geht wohl nicht. Okay, vielleicht mit dem Taucheranzug? Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Hey, Boso! Hey, Rufus, was liegt an? Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an! Ich bin ein Pirat! Ich habe einen buschigen Bart. Und alle haben Angst vor mir. Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walross. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Ich probiere mal was. Tu das. Ich suche schon mal Deckung. Okay, irgendwas müssen wir also jetzt noch mit dem Tauchanzug machen. Die Idee taucht nix. Die Idee taucht nix. Das wird lustig. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Das bringt uns nicht wirklich weiter. So, zwei Möglichkeiten haben wir noch. Einmal umschalten. Oh, na endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuche dran zu denken. So, können wir mit ihr reden. Alles gut bei dir? Kann ich nicht auch irgendwas machen? Diese Untätigkeit macht mich nervös. Nicht nötig. Es ist so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen...
Dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Du unterschätzt Lady Goal. Können wir vielleicht mit der Kerze irgendwas am Topf anfangen? Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, einzuschmelzen. Tja, und nun? Das ist eine Vogelscheuche gegen... Wow. Ich bezahl dich ab... Du bezahlst mich ein... Was Denken mit einschließt. So, können wir da vielleicht... Die Idee taucht nix. Ich behalte die Sachen lieber am Mann. An Bord scheint sich ein Lang... Oder mit der Luke? Dafür brauche ich keinen... Ich wachse doch bereits mit meinen Aufgaben. Wasserhahn? Okay, ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Steinschuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. Aus Angst. Das ist eine Vogel. Wow. Ich bezahle. Du bezahlst. Was denkst du? Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Das ist ein. Wow. Ja, das haben wir ja. Was denkst du? Aber wie. Die Idee taucht. Hey, Bose. Hey, Rufus. Was liegt an? Könntest du das Ding mal hier runterlassen? Was mache ich denn? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja. Ich probiere. Tu das. Ich such. Ah, okay, warte mal. Dafür brauche ich Wachse. Das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Goal muss nicht mehr wachsen. Hey Doc, ich hätte da etwas Wachs für dich. Danke, kein Bedarf. Ach ja? Und wie willst du dann jemals wachsen? Wachsen im geistigen Sinne bedeutet nicht größer werden, sondern kleiner werden. Ja, du bist voll klein. Fällt mir eigentlich bloß noch das hier ein. Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Au, Mann! Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Allerdings müssten wir hier irgendwie das Wachs noch rankriegen. Das ist eine Angel für Menschen, die es eilig haben. Na dran. Es ist ein Tauchkran. Ach ja? Und warum habe ich dann damit vorhin einen Baby-Orca gefangen? Weil du ein unverbesserlicher Störenfried bist. Dann verbessere mich doch nicht ständig. Was gibt's denn hier noch? Ich muss mal gucken. Ja, das hatten wir aber alles. Nochmal umschalten vielleicht? Du musst das nicht immer machen. Weiß ich doch, aber es macht einfach so viel Spaß. Können wir ihr vielleicht das Wachs geben? Goal muss nicht mehr wachsen. Jetzt aber. Was ist denn? Das sollte ein... Oh. Los, und wie geht's jetzt weiter? Ja, toll, das hast du's. Bringt uns wohl auch nichts. Okay, dann probieren wir mal Topf und Wasser. Es ist Bosos Topf, also muss er auch abwaschen. Da ist jetzt... Das ist eine... Wow. Ich bezahl... Du bezahl... Was denken? Das ist... Wow. Ich bezahl... Du bezahl... Was denken?
Warum passiert denn da gar nichts? Tja. Irgendwas muss ja jetzt noch gehen. Nur noch die... Was haben wir denn hier drin noch? Auch nichts mehr sonst. Jetzt habe ich doch tatsächlich einen Topf voll flüssigen Wachses. Von diesem Augenblick habe ich immer geträumt. Und jetzt, wo er da ist, fühle ich mich irgendwie gehemmt. Tja. Ich wüsste nicht, was wir jetzt machen könnten. Um seinen Rücken zu enthaaren, müsste ich schon härtere Geschütze auffahren. Eine Heckenschere zum Beispiel. Oder einen Flammenwerfer. Ich behalte die Sachen an Bord, scheint sich... Es ist Boot. Dafür brauche ich Wachse doch... Tja, mehr geht ja wohl nicht. Jetzt habe ich von diesem... Und jetzt... Ohne Ausrüstung springe ich da jetzt nicht rein. Ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren zu pulen. Das hat mir die letzten 3 Besuche im Spiegelkabinett vermisst. Stille Wasser sind nur zu feige, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Tja, ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Wie sieht's aus? Es ist ab sobald sauber. Habt ihr die? Ich arbeite. Lass dir ruhig. Ich find's. Es ist als. Ja. Ist die Luke im... Ich arbeite... Warum dauert das? Du kriegst das... Ja. Möchtest du hier vielleicht Wachs? Goal muss... Ja, mehr ist hier aber nicht. Verdammt zu. Ich finde schon einer. Nur noch... Es gibt nichts, was ich sonst noch machen könnte. Dafür brauche ich Wack. Was denn, Rufus? Was tut das? Rufus! Verdammter Idiot. Nächstes Mal schmeiße ich ihn über Bord. Das wird ja immer... Okay. Gleich nochmal. Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Aua. Ja, das ist super. Dann haben wir jetzt einen Abdruck von uns. Ja, das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. So, und den tun wir in den Helm. Für mein Stunt-Double, Ray Cool. Hey, Bozo. Hey, Rufus, was liegt an? Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Sehr schön, danke. Mal schauen, was jetzt passiert. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals...
Oha! Egal, was du gemacht hast.